Ich gebe euch Deckung. Okay. Gut, ein neuer Tag. So schlecht ist das Wetter gar nicht. Dann versuchen wir weiter Richtung Einsamkeit zu gehen. Ist die Frage, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Und die zweite Frage, ist mein Pferd noch da? Ja. So. Zuverlässiges Pferd. Es geht nichts über ein zuverlässiges Pferd. In welche Richtung müssen wir? Ist das der richtige Weg? Nein, mehr in diese Richtung. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn da drüben? Ich laufe nochmal ganz kurz an der Hütte vorbei, damit wir die auch dann auf der Karte genauer beschrieben haben. Okay, oh, hier, seht ihr den? Ist das so ein Drache, so ein Vampirhund? Oh nein, hier ist auch alles kaputt. Entweder war das ein Drache oder die Vampire waren das. Auf jeden Fall hat hier ein schrecklicher Kampf stattgefunden. Hier halte ich mich gar nicht gerne lang auf. Versuchen wir unser Ziel weiter zu verfolgen und nicht aus den Augen zu verlieren. Das sind wieder Feinde. Ich gehe mal vorsichtig hier lang. Und hier weiter nach unten. Und dann, was haben wir hier? Ich gehe mal näher ran. Das ist auf jeden Fall nicht Einsamkeit, aber was ist das? Ah, keine Freunde. Und auch jetzt überhaupt nicht unser Auftrag. Sieht ja alles interessant aus. Landschaft. Die Landschaft hat sich wieder komplett verändert hier. Aber wir haben Gott sei Dank wieder einen Weg gefunden, der uns jetzt mit Sicherheit auch Richtung Einsamkeit führen wird. Oder auch nicht. Weil er genau in die andere Richtung geht. Oh oh. Nochmal ein Drachen. Aber den ignoriere ich. Entschuldigung. Aber ich möchte jetzt nicht mich auf dieser Strecke so ewig aufhalten. Wir werden bei gegebener Zeit, sobald wir die Kleider haben, die wir schon seit mehreren Folgen suchen, werden wir uns auch wieder mehr mit Drachen beschäftigen. Aber jetzt ist das einfach mal primär. Wir werden das Buch abliefern. Gucken, dass wir das Passwort bekommen. Und dann schauen wir, dass wir uns die neuen Kleider besorgen. So, hier wird es wieder ein bisschen freundlicher vom Wetter. Also halt von der Temperatur. Oder? Nein. Immer noch alles sehr gefroren. Was haben wir da drüben? Ist das ein Weißfuchs? Schneefuchs? Ja, wahrscheinlich ein Schneefuchs. Kalt, kalt, kalt. Komm schnell raus. So, wie war der Sprung? Ja, sehr gut. Was haben wir hier? Die verlassene Hütte. Auch wieder alles voller Blut. Nein, 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 hier bleibe ich nicht. Hier bleiben wir nicht. Zack. Und nochmal. Schwupp.
dann. Ja. Hier. Entlang. Und dann müssen wir irgendwie doch nach rechts. Ich schau mal ganz kurz in die Karte. Ah, okay. Ist doch besser, wenn wir hier so hochlaufen, statt hier außen rum. Also, da drehe ich nochmal um. Hoppala. Gerade ein bisschen hängen geblieben. Ich weiß schon, warum das hier Einsamkeit heißt. So, mit euch will ich ja nichts zu tun haben erstmal. Lasst mich in Frieden, ich lasse euch auch in Frieden. Jetzt müssten wir es gleich sehen. Ja. Oder? Jetzt ist die Sache, wie komme ich darüber? Mist, wie komme ich denn da hin? Komme ich da nur von der anderen Seite rein? Ja, klar. Ach ja, das ist ja hier oben die... Wie heißt das? Ich glaube, hier oben ist doch die Magierfestung. Ja, in dem Fall würde ich sagen, gehen wir hier so rüber. Oder ich schwimme darüber. Damit wir hier dann irgendwie hier hoch können. Oder wir machen Schnellreise. Ausnahmsweise, weil das wird uns hier umständlich. Okay. Du, das kann ich dir auch nicht sagen. So ist die Welt nun mal. Die Welt ist schlecht und böse. Da halte ich mich raus. Wie gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg und mische mich nicht in die Probleme der anderen ein. Vorerst. So, hier ist Einsamkeit. Gehen wir mal rein. Ich bin direkt hinter euch. Also, hier müssen wir dann nachher... Ihr könnt doch sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Na klar. Komm, armer Kerl. Habt ihr vielleicht einen Septim übrig? Hab im großen Krieg ein Auge verloren. Sonst würde ich mir mein Geld selbst verdienen. Hier, nimm mal. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. So... Ihr lasst mich jetzt besser allein. Ja. So, es heißt Elend, wenn sei außer sich vor Zorn. Es gab ein großes Fest in der Talmor-Botschaft. Einer der Gäste hat einen verbotenen Bereich betreten. Soll ganz schön Ärger gegeben haben. Ah, ich glaube, ich weiß sogar, wer dieser verbotene Gast war. Aber schaut euch mal an, wie schön es hier aussieht. Viel bunter als in manch anderen Städten. Für einen Veteran, das ist doch nicht zu viel verlangt. Hier in dieser Taverne hier drin wird, glaube ich, auch das Drachenborn-Lied gesungen. Das will ich mir ganz kurz mal schauen, ob die Sängerin da ist. Was? Oh, ich glaube, ich habe mich gerade getäuscht in der Tür, oder?
Das ist ja hier eben ein Laden. Bin immer noch da. Aber mal gucken, vielleicht können wenn wir da... Wenn ihr nach Zaubertränken sucht, solltet ihr mit meiner Tante Angeline Morat reden. Hm, nee, Zaubertränke habe ich eigentlich genug. Ich dachte gerade, da kann ich ein bisschen verkaufen, aber das ist ja keine normale Händlerin, sondern... Ich gebe euch Deckung. Eine Giftpanscherin. Hier gibt es auf jeden Fall aber auch diese Taverne. Moment mal, ist das hier? Was steht da oben? Ich kann es gar nicht lesen. Irgendwas. Ah. Zwinkender Skiver. Ja, das sind wir richtig. Und ich möchte nur mal ganz kurz schauen. Ja? Es scheint immer mehr zu tun. Guten zu Abend. Geben. Ich bin. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ja, sie soll auch mal das Drachenbuch, das Drachenblutlied singen. Ja. Wir setzen uns. Ich freue mich, dass ihr euch entschlossen habt, ein bei uns Held, vorbeizuschauen. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die immer Legende. Psst, Nerida, darfst du nicht immer dazwischen reden. Das habe ich dir doch schon 100 Mal erklärt. Aber sie wird es nie lernen. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihm ein wütender Gott verschossen. Mhm, das Befiedern. So. Ich bin direkt hinter euch. Dann gehen wir mal zu diesem Herrn. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Jemand die 1000 Knöpfe. So. Geraut. Zu Geraut gehen wir. Ah, schöner Markt. Wie ihr wisst, gibt es viele Wege, die Göttlichen zu verehren. Fisch. Als Hohepriester der 8 Göttlichen heiße ich euch willkommen. Dankeschön, ich fühle mich sehr willkommen hier. Dann hier Gewürze und so Sachen und Gemüse. Und hier gibt's Wein. Bestimmt selber angebaut. Frischer Fisch! Frischer Fisch! Holt euch euren und die Kälte und muss draußen hier bleiben. Haltet die Kälte fern mit uns. Überhaupt gigantisch da. Alles. Eine sehr schöne Festung. Frischer Fisch, direkt aus den Fjorden. Rindfein, der Geschmack von Kalb, Tomaten, Lauch und Kohl. Frisch. Sofern wir keine spezifischen Geschäfte zu besprechen haben, habe ich kein Interesse. Was soll denn das heißen? Ich habe mich doch gar nicht hier angeboten, spezifisch. Zaubertränke bekommt ihr in Angelines Aromalädchen. Mhm. Okay. Ist ja relativ groß. Was haben wir hier? Eine Kirche? Ah, wir müssen da rein sogar. Oder? Ja, tatsächlich. Willkommen an der Bardenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Hm. Wieso denn das jetzt? Ich möchte mich an der Akademie bewerben. Bin ich mir aber nicht sicher, ob ich jetzt hier wirklich mich bewerben muss. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Badenkollegen zu treffen.
Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Bard. Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Bardenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Aha. Ja, und da komme ich dann ins Spiel. Laut Geschichtenarchivar könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Aha. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Das Gedicht ist bestimmt der Schlüssel, aber pssst. Nicht sehr, aber als Barde finde ich die ganze Angelegenheit deprimierend. In diesem Krieg gibt es keine Helden, keine Sieger und kein richtiges Ende. Wenn ihr etwas sucht, womit ein Barde arbeiten kann, dann seht euch die Drachen an. In 1000 Jahren wird Himmelsrand Dutzende verschiedener Herrscher gehabt haben, aber die Rückkehr der Drachen. So eine Geschichte ereignet sich nur einmal in einer Ära. Okay. Was wisst ihr über die Drachen? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ihre Rückkehr war für uns alle ein Schock. Giraud Germain hat ein paar Bücher über sie in der Bibliothek, wenn es euch interessiert. Und was ist die Liederedda? Ich glaube, Giraud hier könnte euch das, sowie auch die Geschichte von König Olafs Vers, erzählen. Aha. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Ja klar, zum Giraud müssen wir ja sowieso noch. Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisifs Mann vor kurzem getötet. Elisif ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht, nun, geschmacklos. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert. Aber ich brauche Beweise. Ich glaube, diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen. Ja, also diesen Vers brauchen wir unbedingt. Ich wünsche euch Glück beim Finden des Verses. Hallo? Ja, schön, einem angehenden Barden zu begegnen. So, vielleicht gebe ich ihm jetzt erstmal das Buch, ja? Ach ja, Adonatos neues Werk. Kürzer als erwartet, aber Worte müssen nach ihrem Wert beurteilt werden, nicht nach ihrer Länge. Ich werde mir das später ansehen. Warum nehmt ihr nicht das hier für eure Mühen? Ich habe 400 Gold gekriegt. Er schickt euch also auf die Suche nach König Olafs Vers? Das ist gut. Wir sollten ihn nicht einfach so herumliegen lassen, nun da ich entdeckt habe, wo er ist. Ah, er weiß, wo er ist. Der Vers war Wagnirs Beitrag zur Liederedda, der lebenden Geschichte von Himmelsrand. Jeder Barde erweitert die Edda zu seinen Lebzeiten. König Olafs Vers ist also ein verlorener Teil der Edda? Oh ja, und sehr alt noch dazu. Der Vers kritisiert den regierenden König Olaf. Er war darüber so erzürnt, dass der Barde getötet und alle Kopien des Verses verbrannt wurden. Zumindest dachten wir das, bis ich vor ungefähr einem Jahr einige ältere Texte übersetzt habe. Wir glauben nun, dass König Olaf die Wahrheit zusammen mit dem Barden begraben hat. Wenn ich recht habe, liegen Svagnir und König Olafs Vers in Todmanns Ruhe. Zusammen mit der Grabkammer von König Olaf höchstpersönlich. In Todmanns Un oder so, ja? Habe ich das richtig verstanden? Nun, dann seid ihr am rechten Ort. Redekunst verbessern, was habe ich? Ich habe genug Geld, da können wir schon mal ein bisschen was investieren. Okay. Seid vorsichtig. Womöglich findet ihr in Todmanns Ruhe weitaus mehr als König Olafs Vers. Todmanns. Jetzt ist das hier nicht mehr unter Verschiedenes.
Das ist das bestimmt irgendwie hier mit dabei. Ja, finde König Olafs Vers. Die aktivieren wir. Die Mission. Okay. In meinem Amt als Dekan für Geschichte betreue ich einen weit gefächerten Themenbereich. Ich unterrichte Poesie, das Schreiben, Geschichte und die feineren Aspekte des Lebens. Das ist sehr schön. Sehr interessant. In was für einer faszinierenden Zeit wir doch leben. Glaubt mir, an diese Tage wird man sich noch lange nach uns erinnern.